Herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 15. Wir sind Noctis, ich bin Ankh und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, denn wir haben hier gerade eine richtig miese Zeit. Wir sind gerade in der Hauptstadt des Imperiums. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, holt das nach, es ist alles unglaublich wichtig. Ich glaube, die letzten 5-6 Folgen sind pur Story-Gedöns. Können auch mehr sein, bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viel, was ihr euch ansehen müsst. Und ich hatte jetzt auch eine kleine Spielpause, deswegen bin ich nicht mehr emotional. Habe ich mich ein bisschen wieder aufgerappelt, was das alles hier angeht. Alterna, Ringmagie. Ein arkaner Zauber, der die gesamte MP verbraucht, um alle Gegner im Umkreis ins Nichts zu verbrennen, bannen. Okay. Hoppla. Das war heftig. Kann man so sagen, war heftig, oder? War schon ein bisschen beeindruckend, der Zauber gerade. Ja, wir sind allein unterwegs. Pronto haben wir irgendwo von dem Zug geboxt aus Versehen, weil wir dachten, das wäre Aden. Weil der sich, keine Ahnung, Aden hat unglaubliche Kräfte offensichtlich und konnte auch von Shiva nicht getötet werden, die wir auch gefunden, getroffen und uns ihren Segen erteilt hat. Da gibt es noch eine, falls ihr es nicht gesehen habt, da gibt es einiges äußerst Interessantes zu, wie wir auf Shiva gestoßen sind. Schaut das alles nach. Es ist unglaublich wichtig. Und Ladio und Ignis haben wir verloren, als wir hier in der Stadt angekommen sind. Da hat sich ein Zugwaggon zwischen uns gedrängt. Und das war dann die Zeit, den Ring der Lucis anzulegen. Der lucischen Könige. Und das ist auch zurzeit unsere einzige Waffe. Wir können völlig verlassen. Kein Wunder, dass ich mit mir selbst rede. Auf der Tür steht zum Öffnen per Schalltafel. Okay. Ein einsamer Kampf. Ja, wir können unsere Waffen nicht beschwören. Ausrüstung. Oh, wir können ja mal gucken eigentlich, ob wir hier die Regenbogenanhänger brauchen wir ja nicht mehr. Ein Paladin-Knöchelband, damit wir weniger Schaden nehmen. Momentan keine Waffen möglich. Ja, wir bleiben bei unserer königlichen Kleidung. Ich bin mal gespannt, das soll ja dann der Season Pass am 22. Dezember rauskommen. Ich weiß gar nicht, wann die Folgen jetzt alle erscheinen. Ich habe das alles, ich glaube, ich habe 4 Stunden am Stück wieder gespielt, wie auch in den Streams und dann aufgezeichnet. Das war sehr, sehr, hat Bock gemacht. Ich konnte auch nicht aufhören, weil es war einfach so mega spannend alles. Was haben wir hier? Nichts zum Drücken. Wir sollen nach da hinten. Aber von da kommen wir doch, oder? Den Lift aktivieren, um die Festung zu erreichen. Hm. Okay, hier runter geht's auch nicht. Das ist alles ein bisschen verwüstet. Da drin? Ne, ich glaube nicht. Ne, das ist mir völlig fremd hier. Hallöchen, was haben wir denn hier oben Feines? Oh, ein Ventilator. Der wird aber nicht unser... Okay, ganz viele grüne Lichter schon. Sehr schön, der Fahrstuhl ist an. Perfekt. Hoffentlich ist der Weg zum Lift jetzt frei. Also die Tafel sagt ja. Hoffen wir, dass das auch...
Na? Ja. Wir können unsere Gegner einfach mit dem Zauber tot von dieser Welt tilgen. Ist zwar nur ein kleiner Trost, dass wir keine Waffen benutzen können, aber es funktioniert zumindest ganz gut. Also, das war der Schlafraum. Wo ich nur drin war, wo wir uns die Radionachrichten angehört haben. Hier sind nämlich sicher aus dem Labor ausgebrochen, deswegen ist hier, glaube ich, auch alles so ein bisschen am Arsch. Und da die Nächte immer und immer länger werden und eigentlich quasi kein Tag mehr vorhanden ist, wimmelt es nur so von Siechern überall. Leider haben wir auch keine Uhr, sonst könnten wir sagen, wie spät es ist, aber es könnte jetzt, glaube ich, auch hellichter Tag sein, weil die Tage immer kürzer wurden. Das haben wir ja selber auch gemerkt beim Spielen. Dann war es teilweise schon um 14 Uhr dunkel. Oder wurde um 14 Uhr dunkel. Hat man schon den Sonnenuntergangsanzeige in der Uhr gesehen. Und da vorne haben wir da endlich den Fahrstuhl da? Ja, das sieht aus wie der Fahrstuhl. Natürlich geht die Tür automatisch hinter uns zu. Super Elixier. Ey, das sieht mega geil aus. Verfluchte Sicher. Einfach alle weggesaugt. Oh, eine Sammlermünze, sehr schön. Aber wir brauchen Gedenkmünzen, oder? Türle, schließe dich. Was für eine widerliche Stadt. Definitiv. Schön ist das nicht. Und die Aussicht ist auch richtig mies aus dem Fahrstuhl. Weit und breit niemand zu sehen. Och, Mutterseelen allein. Toll. Ob du deine Freunde wohl jemals wiedersehen wirst? Ich muss die anderen finden. Sie müssen hier irgendwo sein. Ja. Sagnatus Festung. Etage 1 Verwaltung. Konferenzräume und Laboratorien. Zentrallift und Hangar, Etage 4. Ich hoffe, wir finden die anderen. Adem meinte zu uns zwar, dass Prompto hier in der Stadt sei, aber er hat uns nicht gesagt, in welchem Zustand. Was ist das für ein Wappen? Okay, warum können wir uns verstecken? Es wird auch einen Sinn haben, vermute ich. Es gibt nur das eine Versteck, okay. Ahnst du, was als nächstes kommt? Nicht so richtig. Aber es wird wahrscheinlich keinen Spaß machen. Das ist auch nirgends, dass wir nicht mal unsere Dingswaffen benutzen können. Ah, natürlich. Umprogrammierte MI laufen festgelegte Runden ab. Wenn sie dich entdecken, ist ein Kampf unausweichlich. Sei vorsichtig. Versteck dich in Ritzen und hinter Verspringen. Und Knöpfe, um Kämpfe zu vermeiden und MP zu regenerieren. Irgendwas ist an diesen Dingern hier anders. Ich muss mich verstecken. Bleibt nur noch weglaufen. Schnell, lauf. Ist die Magie der Lucis etwa so jämmerlich? Okay. Jetzt müsst ihr auch umdrehen an der Stelle. Oder er steht da einfach doof rum. Natürlich kommt er, wenn ich mich um... Da. Yeah.
Die Zeit reicht nicht, um den Zauber zu wirken. Na, hat er mich wieder gesehen? Natürlich. Verdammt! Jetzt aber nicht, oder? Nee, er läuft gerade ein bisschen behindert im Kreis da vorne. Gott, verdammt. Na, hierfür werde ich ja Tage brauchen, um hier durchzukommen. Toll, läuft er jetzt die ganze Zeit betrunken im Zickzack zurück, oder? So eine Scheiße. Na, das kann ja jetzt interessant werden. So, jetzt warten wir mal. Jetzt kommt er nämlich direkt zurück. So, sehr gut. Obwohl da hinten im letzten Raum noch Items lagen. Uah! Das ist doch voll gemein. Mit denen stimmt echt was nicht. So, hier kann ich mal wieder speichern zwischendurch. Speichern. Kapitel 13. Huiuiui. Halli, hallo, hallöle. Piep, piep, piep. Da soll ich lang und hier könnte es noch was geben. Oh. Oh. Rennt hier etwa jemand nackt durch die Gegend? Sicherheitskarte, okay. Mit der ID-Karte zu den oberen Etagen begeben. Ich glaube, hier vorne ist jetzt einer. Nein! Okay, wir können ihn auch so töten. Dann machen wir das so einfach. Okay. Einfach zu Asche zerfallen. Da wäre auch ein Versteck gewesen. Und hier können wir jetzt weiter. Hallo, Fahrstuhl. Es geht wirklich großartig voran, oder? Ich weiß immer, der Typ macht mich echt fertig. Also, ich habe null Plan, was der von uns will. Und warum er uns nicht einfach... Warum er mit uns so spielt, vor allen Dingen. Der muss ja irgendeinen Nutzen draus ziehen, dass er uns nicht tötet.
Und uns hier in die Toll. Okay. Ihr bleibt alle schön liegen, oder? Brav. Er ist bloß nicht verlaufen. Verlaufen wäre ein bisschen mega dumm. Pronto? Hey, Pronto! Bleib stehen! Ah! Nette Falle. Das war nicht unser Prompto, oder? Oder Prompto räumt hier gerade richtig auf. Ja. Dann müsst ihr gleich wieder zurückkommen. Komm, zur Not töten wir ihn. Okay. So, wir warten jetzt hier einfach mal. Weil ich höre da böse Sachen. Böse Sachen. Ja, es wird lauter. Also wird er hier gleich vorbeikommen. Ich muss da hinten lang, da sind mehrere auch noch. Na toll. Gucken wir erstmal hier. Der Weg scheint gerade ein wenig safe zu sein. Dieses Gerät, Sicherheitsstufen, müsste gehen. Die Zugangsberechtigung der ID-Karte wurde auf Stufe 2 aktualisiert. Zugangsberechtigung auf Stufe 2 erhöht. Danke. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 2. Ja, toll. Das habe ich gerade vorgelesen. Okay. Ich töte dich hier einfach. Das ist voll geil. Um einfach mit Blocken so viel Schaden zufügen zu können. Ich hab gehört, du bist der Nächste. So. Weil ich König bin und es drauf habe. Oh, ein Speicherpunkt. Sehr schön. Was Feines zum Mitnehmen. Eins hätte mich allerdings noch im Spiel gefreut, wenn es unterschiedliche Outfits gegeben hätte. Aber ich glaube, im Winterkit, im DLC soll jetzt mit Glück was bei sein. Und dann soll es ja auch ein neues Spiel Plus geben, wo ich mich auch mega drauf freue. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das wird cool, das wird cool, das wird cool. Und jetzt 20 Minuten damit verbracht, hier uns durch irgendwelche gruseligen Gänge zu drücken. Es sieht ziemlich lebendig aus, aber die Frage ist, ob es Prompto ist oder Aden.
frage mich, ob Prompto noch lebt. Prompto retten. Was wird das, Kleiner? Ich werde gleich mal was ausprobieren. Ne, nicht Aufgabe, Ausrüstung, Noctis. Merken, Paladin, Knöchelbad, Bett. So, sortieren bitte. Mokri-Talisman. Autosensor. Das ist dumm. MP-Verbrauch beim Ausweichen erheblich. Das ist natürlich gut. Eiswappen. Wir brauchen irgendwas, was Schaden. In die Schadensrichtung. Hier. Runenohrringe. Weniger Mana-Verbrauch beim Ausweichen. Der Ring zerrt ganz schön an uns. Autorisierungsfehler. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 2. Oh, und hier steht überall 3 drauf, okay. Prompto! Da geht nichts auf! Dann gehen wir halt so rum. Zähmacher. Da könnten wir rein, wir gucken aber erstmal den Gang zu Ende. Ein weiterer kleiner Lagerraum am Ende des Flurs. Super Regenerator. Und Magitech-Kern. Magitech-Kern, wozu war der nochmal gut? Der war, glaube ich, auch richtig teuer. Okay, vor was sollen wir uns hier verstecken? Okay, warum ist der jetzt umgefallen? Im ersten Augenblick hat er mich ein bisschen erschrocken, aber dann ging's. Quetschen uns hier mal durch. Hoffentlich geht's ihm gut. Also er sah zumindest noch nicht verwiest aus.